Märchen sind Bilder hinter der Wirklichkeit, voller Symbole und Gleichnisse. Märchen hören und Märchen erzählen kann zutiefst froh und glücklich machen. Vielleicht möchten Sie auch einmal wieder wagen, Märchen zu hören. Hier in meinem Aprikosenhaus lade ich regelmäßig zu Märchenabenden ein, am offenen Kamin oder auch im märchenhaften Garten. Es gibt Märchen, Musik, Essen, Trinken und die Abende sind stets sehr gemütlich und zauberhaft. Und die Erinnerung an einen solchen Abend ist bleibend. Denn Märchen können Türen öffnen zu eigenen Lebenserkenntnissen. Und wir lauschen traumverloren, fühlen uns ganz bei uns im Hier und Jetzt. Ich freue mich auf Sie.